Ja, servus Leute der gepflegten Unterhaltung, heute über das Automatenthema. Ich habe hier gerade mit einem Getränkemarkt gesprochen, der selber 3 Automaten hat und einen 4. plant. Und in jedem seiner Automaten hat er Alkohol drinnen. Deutsches Recht verbietet Alkoholverkauf im öffentlichen Raum und auch ohne Alterskontrolle. Also man muss eine Alterskontrolle haben und das Ganze in einem gewerblich abgeschlossenen bzw. mit einer Tür oder einem Gewerberaum haben. Ja, wenn der frei steht, darfst du es nicht machen. Ich habe da eine E-Mail gekriegt vom Jugendschutzamt, die mir einen Gesetzestext geschickt haben, in dem drin steht, dass man das nicht darf. So, er hatte hier den Automaten, die Behörde, hat ihn aufgestellt. Eine halbe Stunde später, Stunde später, kommt jemand und hat ihm beim Landratsamt angerufen, ein Foto hingeschickt zum Landratsamt. Das Landratsamt meldet sich bei ihm. Halbe Stunde später. Und sagt hier, was ist denn da los mit Ihrem Automaten? Sie verkaufen Alkohol, Probleme, dies, das. Sagt er, ja, hier, ich habe Jugendschutz, also wie beim EC-Karten, beim Zigarettenautomat, wo du halt deine Altersüberprüfung machen kannst. Und dann hat er gesagt vom Landratsamt, aha, wird wohl passen. Die Behörden kennen sich nicht alle aus. Ich habe jetzt aber, weil ich ja auch Alkohol verkaufen will, mich dazu informiert und bin der Meinung, es ist so eine Gratwanderung. Man muss auf jeden Fall aufpassen, was man tut. Ich will hier niemanden zu einer Straftat anstiften und so. Das muss ja jeder selber wissen, wie er das handhabt. Es ist verboten vom Gesetz her, also muss man es in einen Automatenkiosk reintun. Wenn du das jetzt aber so machst wie der hier und dein Bierchen draußen hinstellst und dann mit einem Ausweis sozusagen kontrollieren lässt, dann hast du da die Möglichkeit, sozusagen den Jugendschutz zu wahren, weil es eine technische Hürde ist und dann würde es gehen. Er hat jetzt ganz viele Automaten von Hensing, weil die sind hier in der Region halt einfach gut vertreten und die Leute kaufen halt Hensing-Produkte, also Vending-Machines von Hensing. Das sind so diese Regioland-Automaten, kann man schon machen. Die sind halt bei 20.000 Euro brutto, was schon happig ist. Haben halt einen Lift drinnen und keine Spiralen, sondern halt alles diese Laufbänder oder diese Schiebebänder. Ist ja gar nicht mal Laufband, sondern nur Schieben. Und da werden halt vor allen Dingen so Regio-Produkte verkauft, keine Ahnung, wo halt Eier, Wurst und so weiter drinnen ist. Wir sind ja generell in der YouTuber-Szene so der Meinung vertreten, dass man da halt Snickers und Cola reintut. Aber was er halt hat, ist halt so regionale Produkte wie Debreziner, Fleischwurst am Käse, weiß ich nicht was. Solche Sachen kann man machen. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch mache bei meinem Automaten in Zukunft, weil das halt funktioniert anscheinend bei den örtlichen Automaten, aber es sind halt diese ganzen Bauern-Regioland-Produkte. Und jetzt muss man halt mal schauen, wie das dann aussieht, wenn man andere Sachen reintut, wie Snickers und so weiter. Mein Bauchweh-Thema ist halt immer noch der Urlaub, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, dann hat er gesagt, Vandalismus hat er jetzt nicht so viel gehabt. Er hatte halt nur die Glasscheibe drinnen und nach 5 Tagen war dann schon Vandalismus da. Da hat sich wohl der Nachbar gedacht, so ein Scheißteil. Hat ihm gegen die Scheibe getreten, 4-mal. Ist auf seinem Grundstück, er ist aufgewacht um 3 Uhr in der Früh, hat nachgeschaut, was ist denn da jetzt los. Und dann hat er gesehen, wie da halt ein junger Mann den Automaten verlässt und in das Haus reingeht. Die Polizei hat aber dann die Strafverfolgung aufgegeben, weil es in Richtung Verleumdung aus Sicht der Polizei ging, weil ja nicht bewiesen werden konnte, dass er wirklich den Automaten kaputt gemacht hat, da es keine Videoüberwachung gibt, weil er hat halt gesagt, ja, Straßenverkehr und so weiter will er nicht aufnehmen und deswegen, gibt es keine Verfolgung von dem Ganzen. Ist ein bisschen schade, weil natürlich du dann Schaden hattest, Versicherung hat er jetzt auch keine, hat mich jetzt sehr gewundert, dass er keine Versicherung hat, aber er hat auch, es ist halt ein älterer Mann, der geht jetzt demnächst in Rente und sagt hier, er macht seinen Getränkemarkt zu, den übernimmt jemand anderes und ich
ich mache hier halt einfach meine Automaten nebenbei noch ein bisschen und setze mich dann zur Ruhe damit. Er ist sehr gut vernetzt, hat einen Stellplatz zum Beispiel im Forstgebiet, wo er nur 150 Euro im Jahr Stellplatzgebühr zahlt, weil er es halt pachtet, weil er richtig, richtig krass eigentlich ist. Und ja, jetzt hat so, macht einen ganz netten Eindruck, auch bestimmt kompetent, hat halt seine Kontakte und stellt halt hier im Voralpenrand auf, kann man auf jeden Fall machen. Und boah, ich würd mal behaupten, er macht es nicht verkehrt, aber mit dem Alkoholverkauf macht er rein straftechnisch, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, ein bisschen strafbar, weil er halt da einfach Probleme kriegen kann. Aber wenn jetzt irgendein Mutti, und das war ja echt lustig, also der hat den aufgestellt und eine Stunde später hat er schon vom Landratsamt sozusagen die Nachricht kriegt oder den Anruf, dass er hier ja Alkohol verkauft. Und er hat halt gesagt, ja, ich habe 16-Jährige gesehen, die haben hier Alkohol in der Hand und die haben den von deinem Automaten gekauft und das geht ja nach gar nicht und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn bei den Leuten hier los? Es ist so richtig, die Nachbarn, die einem nichts gönnen und alle haben so ein Problem damit. Aber es ist möglich. Also ich meine, es ist halt auch nur eine Flasche, die verkauft werden kann. In dem Artikel haben sie gesagt, 3.000 Euro Strafe für den Automatenbetreiber und er musste die Getränkeflaschen raustun und so weiter. Also sozusagen ein Aufstellverbot mit alkoholischen Getränken, der kann halt dann Cola und so weiter rausverkaufen. Geht schon. Was hat er noch mehr erzählt? Ja, Mai, sie planen halt einen Automatenkiosk mit drei anderen Betreibern, die halt Eis und solche Sachen verkaufen, kann man schon machen. Aber bin mir nicht so sicher, ob das sinnvoll ist, da mache ich lieber alles selber. Aber er hat auch gesagt, du musst halt auch Lagerung planen, wenn du sozusagen alles haben willst in deinem Automaten, dann wird halt ein riesen Lager notwendig, weil du hast ja nicht nur 10 Sachen, sondern halt 20, 30 Kartons von einer Sache und dann zirkt sich das halt. Und er hat aber keine Telemetrie drin, was ich merkwürdig finde und er sagt halt, ja, mal fülle halt dann auf. Ihr könnt es auch in meiner Story sehen, wie der Automat aussieht oder in einem von meinen anderen Videos. Da habe ich den ein bisschen analysiert. Das ist schon sehr leer gewesen. Und er sagt halt, er füllt halt auf, wenn es aufgefüllt werden muss. So bayerische Mentalität. Soll er weitermachen, auf jeden Fall. Seid nicht so scheiße und schwärzt den an. Das muss nicht sein. Ein netter Kerl. Und ja, überlegt euch selber, ob ihr Alkohol verkauft oder nicht. Aber